Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Celeste, die gerade unfassbar glücklich ist. Amaya ist noch am Schlafen und Jeremy schaut ihr dabei zu. Ist ein bisschen wild, aber da sehe ich ihn auch ein bisschen. Unser Urlaub geht noch 11 Stunden. Das heißt, wir nutzen die Zeit jetzt nochmal schön aus. Und nach dem Urlaub schauen wir mal, ob Jeremy vielleicht Lust hat, bei uns einzuziehen. War ja so unsere Überlegung. So, und du sprichst jetzt erstmal ein bisschen mit deinem Dad, wie man das halt so macht, ne? Oh, er muss pinkeln. Ups. Da kann sie ja einfach nochmal ein bisschen schwimmen gehen. Amaya sieht aber auch sehr zufrieden aus. Richtig süß. Ich liebe Sulani auch einfach, ne? Es ist einfach so eine schöne Stadt. Und seht mal, wer da jetzt schon wieder wach ist. Ausgeschlafen aber diesmal. Wieso haben wir Müll im Inventar? Erstmal wegschmeißen. Also, was soll denn das hier? Warum möchte sie einen Vogelschwarm jagen? Also ja, sie ist unberechenbar, aber was soll denn das? Ist nicht in Ordnung. Warum kann ich ihn eigentlich nicht fragen, wieso seine Anziehung zu mir ist? Oder geht das hier? Nö. Hä? Oh, vielleicht hat er keine Präferenzen eingestellt. Kann sein, dass ich das noch nicht gemacht habe. Bei ihr auch nicht. Ich mache einfach mal so ganz kurz irgendwie Sachen, die vielleicht auch auf Jeremy so zupassen, weil offensichtlich findet sie ihn attraktiv. Was ist ihre Love Language? Ich würde schon sagen Flirten. Und Zuwendung. Sie mag rote und pinke Haare nicht. Das erinnert sie zu sehr an ihre Eltern. Man muss ja mal ein bisschen wilde Sachen machen. Schwarze Kleidung findet sie natürlich toll. So. Hätten wir das auch erledigt. Okay, ich glaube, ob die sich wirklich attraktiv finden, ich glaube, das kommt dann erst, wenn ich dann das für ihn auch eingestellt habe. Aber ich habe irgendwie nicht dran gedacht, dass ich das noch machen muss. Entspannung im Wasser, die Süßmaus, ey. Dann haben die jetzt schon wieder Minus. Ich kann nicht mehr, ey. Die machen mich so fertig. Über anderen Sim lästern? I didn't know. So, ihr beide sprecht jetzt mal miteinander. Und ich fände es cool, wenn Amaya jetzt quasi so auf sie zugeht und sagt, ja, wollen wir Papa vielleicht mal fragen, ob er Lust hat, bei uns einzuziehen? Und sie so, ja, das fände ich schon ganz toll, wahrscheinlich. Und dann drücken die sich halt auch einmal kurz. Und Amaya sagt dann natürlich aber auch, ich kann natürlich nichts versprechen, ne? Es ist letztendlich seine Entscheidung. So, dann können Celeste und Amaya vielleicht nochmal eine Sandskulptur bauen. Das fände ich sehr cool. Celeste hat keine Lust, oder was? Dachte, das wäre jetzt so eine süße Activity zusammen. Ah, nee, sie kommt jetzt doch noch. Ja, süß. Das ist der Vibe, den ich will. Oh, eine Kuhpflanze. Sie bauen Bertha. Sie wollen Respekt zollen. Ich glaube, Amaya könnte hier vielleicht einfach mal ein bisschen joggen gehen. Weil hier ist ja auch ein ganz cooler Ort, um joggen zu gehen, ne? Ich spiele auch immer auf dem Klo mit einem Pferd. Die beiden unterhalten sich. Ist ja auch extrem wichtig, ne? Ja, nur noch 4 Stunden, ich weiß. Dann kann sie ihren Dad ja nochmal fragen, ob sie zusammen schnorcheln gehen wollen. Das fände ich übrigens sehr, sehr süß, weil Vater-Tochter-Bindung und so. Dafür ist ein Urlaub ja da, um halt die Bindung auch ein bisschen zu stärken, ne? Jeremy denkt sich so, ich spring erstmal hier von hier oben rein. Würde ich mich nicht trauen, ich sag, wie es ist. Aber ich bin auch nicht die größte Wasserratte. Also ich schwimme zwar schon, aber so reinhüpfen ist jetzt nicht so mein Ding. Wie schwimmt er denn? Wie so eine Qualle. Oh, und da stinkt jemand. Wieso hat Amaya jetzt auf einmal random die Romantikfähigkeit erworben? Ich hinterfrage gar nichts. Weil sie sich eine Romanze ansieht. Hier ist einfach ein Hai. Da hätte ich auch Panik. Gefürchtete Flosse. Ich wusste gar nicht, dass das passieren kann. Oh mein Gott. Er redet einfach mit einem Delfin. Oh, auch wenn er böse ist, er hat trotzdem eine gute Seele. Och nee. Ey, Jeremy, I can't. Heimweh. Och, Maus. Es ist schön, einmal rauszukommen, aber zu Hause ist es doch am schönsten. So ein Engel. Was macht er da jetzt hinten auf der einsamen Insel? Okay, er geht wieder ins Wasser. Ich hinterfrage es einfach nicht. Aber das ist doch ein schönes Ende für diesen Urlaub, würde ich sagen. Also die hatten ja wirklich viel Quality Time jetzt. Ich glaube, das Ganze ist schon sehr zufriedenstellend. Aber Celeste hätte auch nicht unbedingt länger gewollt. Also ist das ja alles in Ordnung. Celeste, wie sie diese Schnorchelbrille aufhat. Und Amaya, die einfach nackt ist. Also ist einfach schön. Wir gehen jetzt nach Hause. Oh, wir haben das Fahrrad schon wieder verloren gehabt. Welcome back. Aber wir laden jetzt Jeremy ein. Oh, ist das schön, dass es hier wieder grün ist. Nein, Amaya! Als ob sie jetzt arbeiten muss. Sie kann ihn nicht zufällig fragen, oder? Aber dann frag ihn doch mal, ob er dir hilft, Fahrrad
fahren zu lernen. Weil endlich können wir es mal lernen. Weil jetzt endlich kein Schnee mehr liegt. Über Schmutz reden, Sam. Oh, sie drückt den erstmal wieder. Als hätten sie so die ganze Zeit nicht miteinander Zeit verbracht. Okay, die Interaktion funktioniert anscheinend nicht. Warum? Vielleicht lag es doch nicht am Winter, sondern es ist generell einfach ein Problem, dass sie nicht fahren kann. Hä? Ich bin so confused einfach. Was ist doch ein Kinderfahrrad? Oder bin ich komplett lost? Ich bin lost. Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich hatte die ganze Zeit ein Fahrrad. Ich dachte, es liegt am Schnee, dass wir nicht fahren können. Und jetzt liegt es einfach daran, dass ich ein Fahrrad für Erwachsene benutzt habe. Upsi Daisy. Hi Cherry. So, kannst du mir jetzt beibringen, Fahrrad zu fahren? Jetzt kann sie sich nämlich zumindest auch draufsetzen. Oh Mann, ey. Ist das peinlich. Annika Akiyama, dir geht's gar nicht gut. Ich muss da unbedingt irgendwas aus dem Bier rausnehmen. Ich weiß nicht, was da bei Kindern schon wieder kaputt ist. Wow, das war aber ein langes Training. Soll mir recht sein. Weißt du, das große Fahrrad ist gerade Jeremy gerade gegangen. Nee, er ist noch hier. So, das kann man ja hier in den Hof stellen, weißt du? Hä? Ich bin so verwirrt. Ich finde diese Interaktion einfach bei denen nicht. Oder liegt das daran, dass sie noch ein Teenager ist? Könnt maximal fragen, ob er Mitbewohner werden will. Dann fragen wir das vielleicht einfach nochmal. Danke fürs Angebot, aber ich habe schon einen zu Hause. Das ist doch nervig. Warum geht das nicht? Ich will ihn jetzt halt auch nicht einfach einziehen lassen. Also über Welten verwalten oder so. Wenn die irgendwie auch... nervig. Also, weil ich will einfach nur ihn fragen. Okay, er geht jetzt. Er so, nein. Mann, ich will doch einfach nur Happy Family sein. Ich stell dann nur noch mal kurz seine Präferenzen ein. Sein Romantikstil ist definitiv Techtelmechtel. Zu 1 Million%. Und Geschenke, naja. Ich bin im falschen Haushalt schon wieder. Ich vergesse immer, wo ich wohne. Ganz schlimm. Könnt ihr bitte wieder schlafen? Es ist mitten in der Nacht. Ach ja, wir müssen die Rechnung noch bezahlen, die wir im Urlaub bekommen haben. Es ist 6 Uhr in der Früh. Warum eine Last Exception? Ganz komischer Error, weiß ich nicht. Ich glaube, da kann ich auch nichts für. Manchmal ist das so, da ist auch schon jemand wach. Sie muss mal wieder was für ihren YouTube-Kanal machen nach dem Urlaub, so, ne? Die hat so lange nichts hochgeladen. Und da wir sie ja Fame machen wollen, hier haben wir sogar noch ein Video. Happy New Year. Tag 5. Naja, kümmert sie sich halt jetzt drum. Das sieht ja aus wie... Celeste hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Ich glaube, Amaya würde sagen, Kreativität sollte gefördert werden. Ich sehe jetzt nicht, wieso sie deswegen jetzt unbedingt bestraft werden sollte. Sie ist halt ein Kind und... ist jetzt vielleicht nicht besonders toll, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch, meiner Meinung nach. So, und dann lad das Video mal eben hoch. Wie sieht's denn aus mit unserem Ruhm? Ich glaube, nicht so gut, ne? Ach du Heilige! Gar nicht gut! Ich meine, es war ja nie das Ziel, dass wir jetzt besonders Fame werden oder sowas. Aber als wir Newcomer wurden, dachte ich schon, dass das jetzt so ein Ding sein könnte. Und dann, ja, haben wir jetzt fast gar nichts mehr. Auf geht's, ab geht's. Oh nein, sie hat schon wieder eine neue Angst bekommen. Immerhin hat sie keine Angst mehr davor, eine Enttäuschung zu sein. Und das hat bisher noch gar nichts gebracht. Cool. Geh mal auf Klo und vielleicht singen wir dann hier drinnen mal. Vielleicht bringt das mehr. Draußen hat sich nämlich absolut niemand für uns interessiert. Ah, schon besser. Ich meine, das Geld, darauf sind wir jetzt ja gar nicht mehr so stark angewiesen. Aber ich will den Ruhm. Na, guck mal. Auf jeden Fall schon mal ein gutes Stück gestiegen. Vielleicht können wir auch mal einen Livestream machen oder so. Ich glaube, das ist auch relativ gut. Geh erstmal nach Hause. Dann starten wir doch einfach mal einen Stream. Weil sie muss sich ja um den Garten auch kümmern. Da kann sie das halt streamen. Why not? Und bei dir alles tutti? Hey, 125 Follower. Oh, jetzt sieht man quasi zum ersten Mal ihre Tochter, ne? Ja, aber man kann sie ja auch nicht irgendwie für immer verstecken, ne? Ist halt einfach so. Aber süß, wie sie hilft. Danach kann Amaya ja nochmal ein bisschen gefühlvoll spielen. Oh nein, sie muss zur Arbeit gehen. Immer diese Arbeit. Lass uns mal kurz die Drohne ins Inventar tun, damit wir das wieder aufs Grundstück bringen können. Ah, stimmt, sie hat ja noch dieses, die Augen von Sulani bekommen. Ich hasse dieses Spiel. Ich will das jetzt nicht wieder neu alt platzieren, deswegen tun wir es einfach hier hin. Das ist mir jetzt zu nervig. Girl, kannst du aufhören, hier Chaos veranstalten zu wollen? Du räumst es jetzt sofort auf. Dann machst du deine Hausaufgaben. Sandy unverantwortlich geworden, ey. Jeremy und du passen gut zusammen. Vielleicht ist es Zeit für etwas Langfristiges. Sehr interessant, dass Elaine das sagt, weil sie ja nicht viel von Jeremy hält. Vielleicht ist das ja auch ein Schritt, um auf Amaya wieder zuzugehen. Schön finde ich es auf jeden Fall. Ach süß, sie fühlt sich selbstsicher, weil sie ihre Hausaufgaben geschafft hat. Was guckt sie? Ein Sim im Liebeswahn. Okay, viel Spaß. Interessant, dass sie Liebesfilme anscheinend
mag. Also sie möchte mit Jeremy auf jeden Fall nochmal intim werden hier. Aber das ist ja kein romantisches Treffen, oder? Hä, bei ihr kann ich eine Verabredung machen, warum bei ihm nicht? Ich bin so verwirrt. Ach, weil er erwachsen ist. Deswegen funktioniert das wahrscheinlich jetzt auch nicht mit den Turn-offs und so. Ein freundliches Treffen. Ja, ja, total freundlich ist das. Ich würde vielleicht einfach mal in eine Karaoke-Bar gehen mit ihm. Stimmt, wir hatten hier sogar eine platzierte neue. Cool. Hatten wir doch nicht. Hä, warum dachte ich das denn? Dann machen wir das mal eben. Na, guck mal, das ist, glaube ich, sogar mehr oder weniger eine Renovation. Sehr cool. Was zur Hölle ist passiert hier denn? Ich glaube, Cherrys Kleid geht's nicht so gut. Vielleicht muss ich das mal irgendwie switchen. So, dann schaut mal vielleicht in die Sterne, ihr Süßmäuse. Einfach so auf dem Bürgersteig finde ich auch gut. Dann macht er von Jeremy gleich einfach mal ein Foto. Süß. Was ein Model. Und dann singen. Okay, vielleicht könnt ihr zusammen was singen. Das wäre voll cool. Die beiden trauen sich natürlich hier hoch. Oder auch nicht, weil jemand anders da ist. Gut, dann geht halt irgendwo anders hin. Hauptsache, ihr könnt zusammen singen, ihr Mäuse. Okay, das war's schon. Super. Also, ihr habt auf jeden Fall beide richtig Bock. Ich sehe schon. Es ist leider auch keiner hier für die Bar. Also, es ist eine Mixerin hier, aber sie möchte nicht zur Bar gehen anscheinend. Fragt mich, ob sie ein Solo singen kann oder ob das einfach nicht funktioniert, wenn die hier dann so direkt an dem Ding stehen. Nee, das geht. Hä? Warum hat das dann eben abgebrochen? Sie ist auch langsam müde. Kann ich auch verstehen. Es ist 2 Uhr nachts, ne? Sie war auch arbeiten und so. Ich weiß nicht, warum ich jetzt das mit dem Date gemacht habe. Also, ich fand es jetzt gerade irgendwie einfach passend. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich eigentlich, weil ich rumschmusen wollte. Aber hier ist auch nichts zum Rumschmusen, oder? Ich meine, man kann natürlich immer überall einen Busch hinstellen, ne? Ganz wichtig ist das hier. Ja, genau. Hau hier auf den Po. Ist kein Problem. Die beiden so, oh mein Gott, die haben hier in der Öffentlichkeit ein Techtelmechtel. Wie lange braucht sie denn noch, bis sie zur Erwachsenen wird? 10 Tage. Ja, das geht ja noch. Wie die alle schockiert sind, das ist auch lustig. Eigentlich müsste das unseren Ruhm doch auch steigern. Ein öffentliches Wuhu. Dann redet noch mal kurz über Sterne. Weil ich will natürlich hier, ne, Gold haben. Wenn schon, denn schon. Dann können wir das Treffen fröhlich beenden, würde ich sagen. Oh, die drücken sich dafür noch. Belohnung verdient. Oh, dann gibt's auch ein Foto. Wichtig. Ab nach Haus. Dass es nicht möglich, während der Sim einen Antrag macht? Oh mein Gott. Da muss ich also was trinken. Also es schockiert mich gerade zutiefst. Das ist so unerwartet. Was? Ich brauche mal ganz kurz ein Foto, hallo. Sie nimmt an. Ich komme gerade nicht klar. Ich brauche 100 Fotos, Leute. Was zur Hölle? Wow, also ich hätte nicht gedacht. Was ist hier passiert? Ich hätte einfach nicht gedacht, dass er überhaupt der Typ ist, der heiraten wollen würde. Und dann macht er den Antrag? Das ist so süß. Oh mein Gott, ist das schön. Ich kann nicht mehr. Wie schön. Oh, wir müssen jetzt trotzdem gehen. Ich dachte gerade, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oh mein Gott. Ich hätte Jeremy mitnehmen sollen. Oh, ich bin so sprachlos, Leute. Ey, ich saß hier schon und dachte so, boah, ja, irgendwie ist jetzt nichts so Spannendes in dieser Folge passiert. Was mache ich denn noch von wegen Thumbnail und so, ne? Und dann macht der einen Antrag. Ich finde das so toll, dass das jetzt so autonom funktioniert, ne? Nee, du bist nicht komplett ausgeschlafen jetzt gerade. Du gehst jetzt schlafen. Oh mein Gott. Also, ich habe wirklich keine Worte dafür. Ich finde das ganz toll. Also das ist auf jeden Fall Thumbnail-worthy. Vor allem der Moment war halt auch schon wieder so perfekt, ne? Wir kriegen hier unser Happy End noch hin, Leute. Aber wir haben immer noch nicht unsere Rechnung bezahlt übrigens, ne? Vielleicht sollten wir das nochmal ganz schnell machen. Vorsatz läuft ab. Oh, upsie Daisy. Ja, wenn wir es nicht schaffen, dann schaffen wir es halt nicht. So, Amaya schläft heute natürlich sehr lange. Das hatten wir letztens schon, ne? Sie gibt den Fehler natürlich zu. Ich habe gehört, dass du dich verlobt hast. Ich freue mich so für dich und Jeremy. Oh mein Gott. Also Amaya steht auf jeden Fall ganz doll aus. Also sie kam ja auch erst um 5 oder so ins Bett. Oh, es ist einfach so schön gerade. Es ist einfach nur beflügelnd. Und sie ist auch einfach so glücklich. Es ist 15 Uhr. Sie hat bis 15 Uhr geschlafen. Wir kennen Turner noch nicht mal, nein. Es ist so schön einfach. So, Celeste hat absolut gar keinen Spaß übrigens. Deswegen darf sie jetzt gleich ein bisschen Fahrradfahren üben. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen Spaß bereitet. Amaya macht die nächste Phase durch. Also diese Frau macht mich auch einfach fertig, ne? Ey, aber ich finde es so toll, dass sie auch angenommen hat. Ne, sie hätte ja auch immer noch Nein sagen können. Wirklich, es kam so unerwartet, ne? Also, ich bin einfach durch den Wind gerade. So, dann kann sie ja mal ganz kurz an Schwarm denken. Hä? Ich habe doch gerade gesagt,
Luna, also versuchen, über sie hinwegzukommen. Weil das macht doch gar keinen Sinn irgendwie. Also vor allem jetzt nach der Verlobung. Dann denk doch einfach mal an Jeremy. Kannst du... Oh mein Gott. Nee, Hans Bauer, ich möchte nicht mit dir aufs Gewürzfestival gehen. Schwarmschwärmerei. Wie kann jemand so unwiderstehlich sein? Ah, okay. Jetzt haben wir zumindest die Zufriedenheit freigeschaltet. Das ist ja zumindest schon mal etwas. Ich cheate immer ein bisschen das runter. Weil sonst kann sie heute noch gar nicht schlafen. Und Celeste hat definitiv Spaß beim Fahrradfahren lernen. Das ist süß. Dann mach bitte deine Hausaufgaben. Das Lösegeld wurde hinterlegt. Kannst du die bitte einfach bei Kind in Ruhe lassen? Hallo, erstmal. Jeremy ruft an. Das macht keinen Sinn. Er hat sich doch schon verlobt mit ihr. Aber Celeste weiß es ja noch nicht. Und vielleicht ruft er jetzt einfach an und das steht da jetzt nicht so, sondern er sagt so, ja, was würdest du denn davon halten, wenn deine Mutter und ich uns verloben würden? Also fändest du das schön? Und sie sagt natürlich, hä, das wäre super toll. Das fände ich richtig schön. Dann wären wir ja eine richtige Familie. Oh, ist das schön. Celeste ist aber auch so ein braves Kind, ne? Sie macht hier immer die Geschirrspülmaschine fertig und sowas. I love it. Gehaltserhöhung bekommen, das auch noch. Also Amaya ist einfach auf Wolke 25 gelandet. Während wir aber hier in Wolke 25 sind, beende ich aber hier die Folge. Ich dachte wirklich die ganze Zeit, oh nein, wir haben ja gar nichts erreicht. Aber ja, es ist jetzt doch mehr passiert als gedacht. Deswegen muss ich mir da, glaube ich, keine Gedanken drum machen. Ich hoffe, dass ihr euch genauso sehr freut wie ich. Also ich finde es einfach nur großartig. Und wie das hier weitergeht, darauf bin ich wie immer super gespannt. Aber jetzt besonders nach der Verlobung und allem. Einfach nur super. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!